HTML und CSS, die notwendigen Tools. Für die Webentwicklung brauchen wir zwei Programme: einen Editor, um die Dateien für die Webseite zu erstellen, und einen Browser, um unsere Webseite anzuzeigen und zu testen. Zum Erstellen von Webseiten reicht eigentlich ein ganz normaler Texteditor. Es gibt aber Editoren, die uns die Arbeit beim Programmieren stark vereinfachen. Deshalb empfehle ich, dass Sie gleich mit einem modernen Code-Editor beginnen. Unter den zahlreichen Editoren gibt es zum Beispiel Brackets, kostenlos zu finden auf der Seite brackets.io. Ich werde zwischendurch auf die Bedienung von Brackets eingehen, was nicht heißt, dass Sie nicht auch einen anderen Editor verwenden können, zum Beispiel den Standard-Editor des Systems. Gute Alternativen zu Brackets wären zum Beispiel Atom, Atom, zu finden auf der Seite atom.io oder das etwas ältere Notepad++. Also legen Sie los und installieren Sie einen Editor. Wenn Sie nicht wissen, welchen, nehmen Sie Brackets. Wenn Sie einen Raspberry Pi besitzen, können Sie sich auch mal etwas genauer das Projekt Coda anschauen, speziell für den Raspberry Pi auf dieser Seite zu finden. Unsere Webseite sollte natürlich in allen gängigen Browsern, Internet Explorer, Firefox, Chrome und Safari laufen. Für die Webentwicklung ist jedoch unbedingt Chrome zu empfehlen. Chrome beinhaltet sehr nützliche Tools für Entwickler, die wir oft nutzen werden. Außerdem wird Chrome optimal vom Brackets Editor unterstützt, sodass Änderungen im Editor sofort in Chrome sichtbar sind. Falls Sie Chrome noch nicht haben, können Sie ihn installieren.